Servus, meine Freunde, willkommen zum neuen Angezockt oder eigentlich besser zum alten Angezockt. Momentan ist ja so, ich finde kein Spiel, was mich packt, ich finde kein Spiel, was mich fesselt und darum habe ich mal in meinen alten Spielchen gekramt. Das haben wir, glaube ich, 2014 oder 2015 schon mal gespielt, keine Ahnung. Prison Architect hat sich viel getan in der Zeit und ich dachte, ich schaue mal rein und dann hatte ich 5 Minuten gespielt und habe gedacht, puh, da könntest du eigentlich auch ein kleines Videochen zu machen, so mit Ich lebe noch, es gibt noch Spiele. Und jetzt ganz kurz, jetzt habe ich Prison Architect rausgemacht, mache da ein paar Videos zu. Und dann werde ich mich einfach durch ein paar alte, gute Indie-Games mal gucken, vielleicht auch irgendwas, was wir schon mal gespielt haben, durchschlagen, dass ihr seht, es gibt noch was von mir. Ich habe auch schon noch ein Unboxing-Video gedreht, aber dazu mehr. Jetzt gucken wir erstmal nach Prison Architect und wir starten ein neues Gefängnis und lassen auch hier, glaube ich, die. Ach, guck mal. Geschlechter können wir wählen. Und Direktoren. Da müsste ich jetzt gerade so viel lesen, darum nehmen wir den, der sieht lustig aus. Kleine Karte, einfach erstmal zum Eingewöhnen. Wie gesagt, ich habe es das letzte Mal 2015 oder sowas gespielt. Hatte mich damals aber gefesselt, war es noch in der Open Beta oder Steam, wie heißt, was weiß ich. Und darum, ja, mal schauen, was sich getan hat. Momentan ist es tatsächlich so, mich fesselt echt kein Spiel. Wir machen mal Pause. Wir müssen jetzt ja unser Gefängnis aufbauen, das sicher machen, immer größer werden, immer mehr Geld verdienen, damit wir immer mehr Gefangene aufnehmen können. Das ist so das grobe Spielprinzip. Steuerung WASD. Dann gibt es hier unten die verschiedenen Baumodis, Räume, Ausstattungen. Genau, die Leute, die wir einstellen können. Das Wasser- und Stromnetz. Also ich sag mal, eins im City auf Bremsen, genau, auf Gefängnis. Und darum legen wir einfach mal los. Am Anfang muss man erstmal ein bisschen planen. Wir haben nur begrenzt Geld. Darum ist der erste Schritt, den wir machen, wir beantragen Zuschüsse. Das war hier. Das hatte ich gestern dann schon mal kurz. Und wir closen erstmal unser Gefängnis, bis wir alle Mauern stehen haben. Hier Subventionen. Ich kann immer zwei annehmen. Und die erste ist eine grundlegende Haftanstalt zu bauen und die Verwaltung zu bauen. Und alles im Endeffekt die Subvention, das ist die Kohle, die man kriegt. Und das ist auch der Weg, wie das Spiel einen lenkt. So. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fangen mit einem Zäunchen an. Was haben wir hier? Da wir nicht so viel Geld haben, müssen wir da jetzt erstmal so langsam loslegen. Warte mal, wie hatte ich das gestern gemacht? Ich hätte hier nämlich gern eine Doppeltür. Und gehen dann hier. Das sind quasi zwei vordefinierte. Ach, das war dumm. Das hatte ich gestern schon gemerkt. Dass es dumm ist, hier keine Tür zu haben. Wenn die Leute ja was in Abfall und so weiterbringen möchten. Hier habe ich sehr viel Bäume, es wird ein bisschen mehr Zeit kosten und ich habe mich dann quasi ausgebreitet bis unten. Ich gehe jetzt erstmal 30 Meter, weil irgendwann soll mein Gefängnis über den kompletten Knast, über die komplette Landschaft gehen. Und jetzt gucken wir mal, was wir als erstes brauchen. Natürlich eine eine Sammelzelle, einen Duschraum, einen Hof, eine Küche, Kantine, Wachen, Köche. Wenn wir das haben, kriegen wir Gefangene und dann können wir Geld verdienen. Wir brauchen aber auch zwei Büros für einen Direktor, für einen Buchhalter. Und darum fangen wir damit an. Es gibt hier so eine nette Funktion mittlerweile, ne? Dass es hier quasi vordefinierte Gebäude gibt. Also alles, was hier unten ist, wo nicht Mock davor steht, das ist Standard und wo Mock davor steht, das ist irgendwie eine Mod. Aber ich nehme so ein Standard-Office, also das kann man auch alles selbst bauen. Wir werden auch gleich viel selbst bauen. Aber jetzt erstmal so die Standardgebäude, dass unsere Leute was zu tun haben. Ich habe schon
volles Bild vom Knast im Kopf, wie er aussehen soll. Mindestens der erste Schritt. So, wir gehen hier mit dem Zaun. Dann geht es hier ein Zweierweg. Und hier erstmal. Und so. Dann machen wir hier auch eine Tür hin, dass wir hier so halbwegs safe sind. Und hier. Gehwegplatten. Muss ja alles gleich ganz hübsch sein. Jetzt am Anfang ist halt viel bauen, aber gleich lasse ich die Handwerker los, dass es halt vorangeht. Und was ich auch noch hierhin bauen werde, ist ein das Kämmerchen. Auch hier nehme ich die Vorlage, weil die ist gut, die hat Platz. Packe ich in die Ecke, ist ein Stromgenerator und ein Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk geht nur mit Strom. Und später, die kleinen Batterien sind halt so Akkuzellen, die muss man dann später nochmal erweitern. Nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte es genau in die Ecke setzen. Es muss so alles ordentlich sein. Und dann habe ich hier die Fläche. Da mache ich ein Lager draus. Da mache ich jetzt erst einfach nur mal eine Lagerfläche draus. Und das geht hier. Erstmal quasi nur zuweisen, später kommt da ein Zaun und eine Mauer drum. Aber sonst tappen die Leute immer in die Lieferzone und holen das, also die Bauarbeiter, die Handwerker, und das dauert dann ewig. So, machen wir noch hier die Gehwegplatten hin. Und dann machen wir uns erstmal auf einfache Geschwindigkeit. So, mein Geld schwindet langsam und die Handwerker kommen. Was ich auch noch mache, ich stelle gleich zwei Handwerker ein. Also jetzt, ihr seht schon, geht es ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die können natürlich noch nichts machen. Da kommt die erste Warenlieferung und dann legen sie los und bauen ihre Zäune. Später, wie gesagt, brauchen wir Direktor, Koch und Wachen. Den Direktor können wir, der bringt uns erst was, wenn die Büros fertig sind, darum stelle ich den jetzt noch nicht ein. Und die Wachen bringen mir auch erst was, wenn Gefangene da sind. Gut, wie hatten wir uns das gedacht? Machen wir mal weiter mit dem Zaun, weil ich finde, der Zaun ist so eine schöne Abgrenzung. Jetzt haben wir hier hätte ich gerne die Sammelzelle. Wenn man jetzt quasi auf die Räumlichkeiten geht. Das ist hier. Ich muss mich auch erstmal wieder erinnern. Nicht Schlafzahl, nicht Isolation, Gruppenraum. Hier stehen auch immer die Bedingungen. Das ist die grüne Schrift hier. Und ich kann jetzt mit der Maus nicht hin, sonst geht es nämlich weg. Innenliegend, Schreibtisch, Tisch, Stuhl. Aber wir wollen halt hier eine. Da. Ach, ich bin mit der Maus drüber. Also, Größe 5x5, umschlossen, innenliegend, Toilette und Bank. Auch hier, ihr werdet sehen, am Anfang bin ich ein bisschen langweilig und gehe auf die vorgebauten Dinge. Was man immer bedenken muss, da ist noch eine Mauer drum. Also wenn da jetzt steht 5 plus 5, muss die Fläche 5 plus 5 sein und die Mauer muss man mit dazu rechnen. Theoretisch, wenn die Sammelzelle, also momentan habe ich es ja nur geplant, wenn die Sammelzelle dann fertig ist, dann könnten wir die ersten Gefangenen machen. Aber ups, das hatte ich gestern dann gemacht, hat damit gestartet. Ja, na, was passiert dann, wenn kein Zaun ums Gefängnis ist in Gänze, dann türmen sie. Und darum müssen wir hier erstmal gucken, dass wir jetzt so langsam vorankommen, ein bisschen Zaun bauen und halt erstmal unsere Fläche abstecken. Weil neben. Ich hatte mir das jetzt so gedacht, das ist die Sammelzelle. Hier habe ich das Lager. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Küche, eine Kantine. Dass ich hier. Ich gehe auch mal wieder auf die vordefinierten Sachen. Später wird es spannend, da bauen wir alles allein. Die Zellen bauen wir auch allein. Küche und Kantine. Ihr seht es wahrscheinlich hier unten. So. Küche und Kantine. Okay. Da die Küche, wie groß sind die Kantinen? Die ist deutlich größer, genau. Da die Küche auch 8 Meter hoch ist,
Nehmen wir die da, da fehlt mir noch was. Ich drehe sie mal in die richtige Richtung. Mann, wie die Zeit vergeht, ey. Ich habe gedacht, ich krieg in der Viertelstunde gemütlich den Knast gebaut. So, genau. Und dann die Kantine. Wie denke ich mir die Kantine? Entweder mache ich sie hier so dran oder ich lasse hier ein bisschen Luft dazwischen. Wie wollen wir das haben? Hier unten will ich dann quasi das erste Gefängnis hinmachen, also der erste Zellenblock. Wenn ich die Küche natürlich hier so ran mache, habe ich keine Möglichkeit mehr zu wachsen. Das heißt, dann können wir hier einen Weg dazwischen machen. Oh, nach oben. 1, 2. Ich würde jetzt mal sagen, dahin. Und dann machen wir uns nämlich schon an die Knastplanung. So, hier machen wir einen Weg. Hier machen wir einen Weg. Hier machen wir den Doppelweg weiter. Die Katze nervt. Also nicht im Spiel, sondern hier. Ich weiß nicht, ob ihr so Maunzen und Meckern hört. Und dann mache ich einfach mal hier den Zaun dicht. Und dann haben wir hier eigentlich genug Fläche fürs erste Gefängnis. Theoretisch bräuchte ich nur so eine Handvoll Zellen. Aber ich weiß halt schon, was die zweite Quest ist, dass ich 15 Insassen haben muss. Und darum bauen wir es gleich so, dass wir die ins erste, das ist quasi das erste Stückchen. Und dann können wir hier hinten erweitern und hier erweitern. Oh, die Büros sind fertig. Wir brauchen noch Strom. Das läuft dann auch hier über das Wasser. Menü. Heißt, wir gehen einmal mit dem Strom hier hoch. Und mit Rohren muss man hier in dem Spiel auch aufpassen. Darum, bei Strom ist es jetzt nicht so wild. Aber man muss aufpassen, weil die Gefangenen jedes Abwasserrohr natürlich nutzen, um zu türmen. So, hier ist das Wasser. Gehen wir hier einfach erstmal hoch und gehen hier vorne lang. Und dann nämlich die kleinen Rohre, nicht für die Küche, aber hier muss ja zu den Klospülungen muss ein Wasserrohr und hier und hier und hier muss aber auch noch Strom rein. Den habe ich zwar hier so durch. So, das sieht doch auch schon mal halbwegs passabel aus. Und jetzt können wir den Direktor schon mal einstellen, damit wir hier, ihr seht, zwei Büros erledigt. Jetzt stellen wir einen Direktor ein. Wir müssen immer aufs Geld gucken, das könnte nämlich ein Problemchen werden. Und jetzt müssen wir Buchhaltung freischalten. Wo war das denn? Das war hier oben. Genau, Buchführung dauert jetzt ein paar Stündchen. Und während der Direktor forscht, läuft es hier voran und dann können wir die Buchhalterin einstellen. Dann kriegen wir schon mal die 5000 Euro von dem Quest. Also 5 haben wir ja schon gekriegt. Und dann nochmal 5000. Weil ohne das Geld, wenn man einfach loslegt, ohne das Geld, dann war's das. Dann kriegt man es nicht gebacken, sein erstes Gefängnis halbwegs vernünftig zu bauen. So. Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit. Gehwegplatten hier. Das sieht doch mal gut aus. Und Gehwegplatten hier. Weil wir später dann hier einen Durchgang bauen. So,
Wird fleißig vor sich hingeschafft. Also ich brauche noch einen Innenhof, der muss 5x5 sein. Die könnte ich auch hier hin machen. Die hatte ich letztes Mal irgendwie so knackt da unten hingequetscht. Habe ich hier 5x5 freigelassen? Hof. 5x5. 9 sogar. Das ist doch eine coole Hoffläche. Machen wir mal. Können wir ja immer noch wegmachen. Muss eine Tür haben. Die kriegen wir da noch, dass wir hier noch einen Zaun quasi quer machen. Naja, hier bauen sie noch die Rückwand schön vorne, die Front aufgebaut, die Rückwand stehen lassen. Okay, die Zeit verfliegt. Ey, Kacke, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wirklich gemütlich kriegt man das Fenster gebaut. Das Fenster, das Gefängnis gebaut. Mindestens mal, dass es vielleicht noch nicht fertig ist. So, hier gibt es jetzt so den Planungsmodus. Im Endeffekt können wir ja gucken, wo habe ich meinen Weg. Bisschen doof, wenn das jetzt nicht sieht. Hier geht der Weg. So. Dann kann ich quasi hier. Ich mache es jetzt mal 30 Meter. Das ist jetzt nur so Planungsding. Hier kann ich dann quasi auch die Türen reinknipsen. Ich möchte ja, dass alles immer symmetrisch ist und fein. Darum können wir hier dann noch eine machen. Und dann ist ein Knastraum. Also ich zeige euch mal die Vorlage. Nee, das ist er nicht. Sondern eine kleine Zelle. Eine kleine Zelle. Schade. Es passt gar nicht, wie ich mir es gedacht habe. So. So. Und so. Da werde ich nochmal umbauen müssen. Gerade hier die Platten. Erstmal. Nein, ich mein Zaun. So, das machen wir. So, wo war meine Knast vor meine Zellenvorlage? Das hier. Hier eine. Hier eine. Was ich natürlich auch machen kann. So, wo sind meine Wegplatten? Dass ich hier den Weg mache. Katze, nervt man nicht. Ich hoffe, ihr hört sie nicht die ganze Zeit rumplexen. Dann kann ich nämlich das hier nochmal wegmachen. Hallo? Und kann die Fläche hier. So erhöhen. Dann hätte ich hier einen Hof. Was brauche ich denn? Hof, Küche, Kantine, zwei Wachen, zwei Köche, ein Duschraum. Ich mache es einfach mal so. Ist ja nur hier der Modus. Heißt, ich würde so hat sieht dann die Zelle aus von der Größe.
Nee, das stimmt nicht. Noch eins weiter. Hallo. Hallo, weg damit. So. So, wir müssen aber jetzt gleich von der Zeit her Schluss machen. Dann gibt es nächstes Mal das Gefängnis bauen. Also so sieht eine Zelle aus, quasi immer so ein L. Und dann will ich hier einen Doppelweg. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfekt. Also könnte ich hier Zellen reinmachen und dann hier hinten quasi den Duschbereich. Und hier eine Tür. Dann kommt hier der Tür für die Duschbereich, für den Duschbereich. Und hier kommen Zellen rein. Und da würde ich jetzt mal sagen, ich bin gespannt. Ich hoffe, euch gefällt das mal wieder. Was kommt, auch wenn es ein altes Spiel ist. Ich werde jetzt hier meinen Knast schön gemütlich weiterbauen. Das heißt, die nächste Folge kommt nicht mehr in so einem Turnus wie früher. So hardcore kann ich leider momentan mit der Arbeit nicht mehr sein. Aber ich gucke, dass ich regelmäßig ein bisschen Content bringe. Wie gesagt, Unboxing-Video habe ich auch schon gedreht. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Leute, das war's. Ich danke euch.